Mit großen Tönen ist die NATO vergangene Woche in ihr Außenministertreffen gestartet. Das erklärte Ziel war, die Ukraine näher an die NATO heranzuführen. So behauptete NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Ukraine stehe einem Beitritt zur Allianz so nah wie nie zuvor. Ukraine is closer to NATO than ever before. We will continue to support them on the path to membership. And we'll continue to support Ukraine's fight for freedom. Dass das wohl mehr diplomatische Worthülsen sind, lässt sich aus den Aussagen des US-Außenministers Antony Blinken herauslesen. Gegenüber seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba verdeutlichte Blinken, dass die Ukraine der NATO erst dann beitreten könne, wenn die Bedingungen dafür reif seien. Wir bekräftigen die in Vilnius eingegangene Verpflichtung, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden wird, wenn die Verbündeten zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind. Die Ukraine ist auf dem besten Weg in die NATO und in die Europäische Union, denn der Beitrittsprozess hat begonnen. Und so fallen die Ergebnisse des NATO-Außenministertreffens hinsichtlich des anvisierten Ukraine-Beitritts eher überschaubar aus. In einem kurzen Kommuniqué verkündete die Allianz die Einführung eines NATO-Ukraine-Rates. Während Russland seinen brutalen Angriffskrieg fortsetzt, ist der NATO-Ukraine-Rat heute zum ersten Mal auf Außenministerebene zusammengekommen, um gemeinsam zu handeln und die Beziehungen zwischen der NATO und der Ukraine weiter zu vertiefen. Die NATO und die Ukraine arbeiten und entscheiden bereits auf Augenhöhe in einem breiten Spektrum von Fragen zusammen, darunter in den Bereichen Interoperabilität, Energiesicherheit, Innovation, Cyberverteidigung und Widerstandsfähigkeit. Wir werden diese Arbeitsbereiche weiter ausbauen. Im Rahmen dieser Bemühungen entwickeln wir einen Fahrplan für den Übergang der Ukraine zur vollständigen Interoperabilität mit der NATO. Statt konkreter Zusagen liefert die NATO letztlich nur Absichtserklärungen für eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine. Ein Dämpfer, den auch der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj zunächst verkraften musste. Gegenüber von Studenten an der Universität Nikolajew gab Selenskyj zum ersten Mal zu, dass die Ukraine möglicherweise nicht der NATO beitreten werde. Wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Niemand wird das mit Sicherheit beantworten können. Entweder werden wir in der NATO sein oder wir werden nicht in der NATO sein. Wir wollen es aber. Zuvor hatte sich der ukrainische Außenminister Kuleba auf dem NATO-Außenministertreffen noch kämpferisch gezeigt. Gegenüber Stoltenberg erklärte er, die ukrainische Armee sei de facto schon eine NATO-Armee und kämpfe für ganz Europa. Das ist der Punkt, den du gerade gemacht hast, dass die Victory of Ukraine ist in the interest not only of Ukraine, but the of entire Euro-Atlantic Community. It will not be an exaggeration to say that defending Europe without Ukraine is a futile task. Dem widerspricht mit Nachdruck das NATO-Mitglied Ungarn. Nach der konstituierenden Sitzung des NATO-Ukraine-Rates betonte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó, dass die Ukraine keineswegs für Europa kämpfe. Die Ukraine kämpft für sich selbst, für ihre eigene territoriale Integrität, für ihre eigene Souveränität und für ihre eigene Unabhängigkeit, was wir respektieren, denn es ist natürlich ein heldenhafter Kampf. Aber wie gesagt, es ist nicht unser Krieg und deshalb lehnen wir jeden Ansatz ab, der davon ausgehen würde. Zuvor hatte bereits der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán formuliert, dass aus seiner Sicht die gesamte Ukraine-Strategie des Westens, inklusive der NATO, gescheitert ist. Denn weder werde die Ukraine den Krieg gewinnen, noch könnte Russland militärisch besiegt werden. What was the strategy of the West in that war? I simplify a little bit, but this is the fact. Our strategy was that the Ukrainians will fight and will win on the front line. The Russians will lose on the front line, and that lose will create a change in Moscow. That was the strategy. We finance the Ukrainians fight and die. Where we are now, it's obvious that the Ukrainians will not win. On the front line. There is no solution on the battleground. Russians will not lose. Ungarn zieht aus dieser Position klare Schlussfolgerungen. Die Ukraine soll weder in die NATO noch in die Europäische Union aufgenommen werden. Diesbezüglich kritisiert Budapest zudem die Missachtung der Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Mitte November sagte Orbán im ungarischen Rundfunk, die Ukraine ist in keinerlei Hinsicht bereit dafür, um mit der Ambition der Mitgliedschaft in der Europäischen Union verhandeln zu können.
Ich könnte auch mit dem ungarischen Sprichwort sagen, die Ukraine ist so weit von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union entfernt wie Mako von Jerusalem. Man darf die Verhandlungen nicht eröffnen, das ist der klare ungarische Standpunkt. Ungarn steht mit seiner Position nicht allein. So berichtete das investigativ-journalistische Magazin EU Observer Mitte November, dass neben Ungarn auch Österreich den EU-Beitritt der NATO skeptisch betrachtet. Das stimmt überein mit den Aussagen des österreichischen Außenministers Alexander Schallenberg zu einer beschleunigten Aufnahme der Ukraine in die EU. Wir können die Ukraine nicht auf der Überholspur und andere Länder auf der Stoppspur haben. Es wäre eine geostrategische Katastrophe. Deutschland hingegen scheint weder die Bedenken Ungarns noch Österreichs zu teilen. Und so macht sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock stark für einen beschleunigten NATO- und EU-Beitritt der Ukraine. Die Bundesregierung plant zudem, trotz sich abzeichnender Haushaltskrise und wirtschaftlicher Rezession in Deutschland, ihre militärische Unterstützung für die Ukraine im kommenden Jahr auf 8 Milliarden Euro zu erhöhen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte bei seiner Regierungserklärung vergangene Woche: Deutschland ist heute der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine nach den Vereinigten Staaten von Amerika, auch bei den Waffenlieferungen. Wir setzen diese Unterstützung fort, so lange wie nötig. Unsere zivile Unterstützung kommt noch hinzu, über den Bundeshaushalt und auch über die Europäische Union. Geld, das wir natürlich bei Regierungsantritt und vor Kriegsbeginn nicht eingeplant hatten. Und doch ist diese Unterstützung von existenzieller Bedeutung. Für die Ukraine, das ist klar. Aber auch am Ende für uns in Europa. In Ungarn kann man über die deutsche Verbissenheit in Sachen Ukraine nur den Kopf schütteln. Der ungarische Außenminister Szijjártó sprach Mitte November von einer militärischen Psychose, die bestimmte europäische Spitzenpolitiker ergriffen habe. Noch deutlicher wird der ungarische Parlamentspräsident László Kövé, der das Paradoxon von drohender finanzieller Schieflage Deutschlands bei gleichzeitig gesteigerter Ukraine-Unterstützung mit folgenden Worten zusammenfasst: Wir haben keinen Grund zur Freude, wenn wir sehen, wie die Deutschen sich selbst in den Ruin treiben und das in rasender Geschwindigkeit. Und was das Tempo angeht, werden sie es wahrscheinlich schneller schaffen als Hitler. Hitler brauchte dafür 12 Jahre. Jene, die dort derzeit an der Macht sind, werden nicht mehr so lange brauchen, um Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes niederzuschlagen. Sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Was meint ihr? Übertreibt Kövé mit seinem Vergleich? Führt die Bundesregierung Deutschland tatsächlich in den Ruin? Und wie bewertet ihr die Haltung Ungarns im Ukraine-Krieg? Muss ein NATO-Mitglied wie Ungarn alle Positionen der Allianz teilen? Oder darf es auch Nein sagen? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare.